Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19. auf dem PC hier auf der Pleasant Valley County. Ja, hier unsere bunte Mischung, mittlerweile ja angekommen. Wir hätten, glaube ich, noch zwei Paletten mehr von Stahl mitnehmen können, aber mehr konnten wir nicht mehr transportieren. Und von daher kommt das jetzt ja alles rein bei Dell, ne? Ich hoffe mal, es wird jetzt hier auch alles angenommen, springt nicht wunderbunt durcheinander, hätte ich beinahe gesagt. Nee, aber die Paletten gehen hier im Stück sofort weg. Warum ist jetzt hier ein Gurt drum? Weiß ich auch nicht. Wir machen mal Gurt wieder weg. So, alles angeliefert. Ja, hat auch alles reingepasst, ist klar, wird ja was verarbeitet. Ich habe jetzt hier schon einen LKW voll beladen, mit Sachen beladen, die man am E-Werk bauen wollen, und zwar Batterien. Bin ich an überlegen, wo ich ihn hinschicke. Er ist doch eigentlich der, ja, den schicken wir mal hier zur Holzindustrie, aus dem einfachen Grund, dort werden wir natürlich auch hat sich einer kalt geholt, ne? Dort werden wir Paletten umlagern müssen, ne? Das habe ich vor der Nacht gar nicht mehr gemacht, ne? Das hätte man, glaube ich, machen sollen. Und müssen bestimmt die Palettenproduktion, die werden voll sein, definitiv, ne? Da brauche ich überhaupt nicht drüber nachzudenken, das ist ganz einfach so. Und das muss ausgelagert werden und eventuell neu verteilt werden. Wir schicken hier direkt mal ins Palettenwerk 1. Palettenwerk 3 und 4 ist ja noch nicht mal angeschlossen so richtig ans Autotreifnetz. Ja, angeschlossen ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Wir haben angeschlossen. Wir wollen hier Batterien anschließen. Hier müsste unser LKW stehen. So ist es. Ich habe jetzt hier vier Paletten Batterien. Mehr habe ich nicht bekommen. Ne? Dann habe ich noch zwei Paletten. Halt dort vorne hin. Zwei Paletten Lichter mit oder Light Kits mit. Und dann habe ich vier Paletten Displays mit. Weil da wollte ich eigentlich mal gucken, wie das jetzt hier wird, wenn man da drinnen mal ein Display hinbaut, ob man da, was man da so schön sieht. Vielleicht nehme ich es auch wieder mit, die Displays, wenn mir das nicht so gefällt, wie ich mir das denke. Aber schauen wir mal, also erstmal hier so. Straßenlampen stehen da hat man ein halbes Kit gereicht. Da ist jetzt noch was drin. Das ist natürlich jetzt. Ah, hier kann ich doch nicht vorwärts laufen hier. Das ist natürlich, ich dachte mal, ich brauche ein ganzes. Weil hier drinnen könnten wir auch noch ein Kit hinstellen. Oder anliefern. Aha, da reicht eins für ein ganzes Werk. Das sieht gut aus. Ja, und dann gucken wir, habe ich Displays mit. Dann werden wir hier mal, weiß ich nicht, wie das. Hier vorne sind keine Displays. Und hier ist immer eins. Ja, auch nicht immer neben jeder Tür, ne? Das verstehe ich auch noch nicht so, das Prinzip hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier geschickt platziert kriegen. Oder vielleicht reicht auch. Ups, eine Palette Display für mehrere. Das. Keine Ahnung. Mit Bücken, dass wir durch die Tür passen. Jetzt mal gucken, wir nehmen mal hier das, wo. Ja, da wird eins dorthin gestellt. Wie ist es bei den anderen dann? Also da sehen wir, wir haben 99% Strom. Ne? Da sind so kleine Displays dann hier. Ja. Gut, ich sehe natürlich den Strom dort auch. Ne? Na gut, die verbauen wir mal nicht den Rest. So, laden wir alles mal wieder auf, dass wir vorne hier noch irgendwo die Batterien hinkriegen. Batterien, die können wir ja auch tragen. Denn hier vorne haben wir ja Solar. Ach, ich hätte noch Solarmodule mitnehmen können. Naja, mal gucken. So, mal schauen, wie das hier wird mit den Batterien. Wir können ja, glaube ich, auch Batterien in. Irgendwie. Der Greifenabstand, der könnte ruhig weiter sein. Ich weiß nicht, ob man sich das ändern kann irgendwo.
Achso, das ist ja. Hier geht ja natürlich der Trigger nicht weg, ist ja permanent hier. Also ein Paket sind die 1000 Liter dann. Mal sehen, wie viel Strom wir da produzieren. 4 Pakete Batterien habe ich mit. Denn jetzt kann ich schon wieder nicht mehr laufen. So verflucht eng hier irgendwie so ein bisschen. So, noch eins. Und das vierte Paket, ich kann ja auch hier Batterien rein tun. Das, gucken wir mal, wie sich das hier verhält dann. Weil hier kann ich ja auch irgendwie Batterien laden. Ne, hier passen da auch welche rein, genau. Weil die müssten dann hier drinnen auftauchen irgendwo, wenn die geladen werden. Ich glaube, das ist die Sache dann hier, genau. Wir haben jetzt hier 999 Liter Batterie. Und 1 Liter verloren gegangen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Strom. Das ist natürlich jetzt ausgeschalten. Ne? Weiß ich nicht, ob ich die dann anschalten müsste. Ne, aktiv an. Okay. Aber was ist das hier? Das kann doch aus, oder nicht? Ja, müssen wir hier mal abwarten und gucken, was da hier passiert. So, ja, wir blockieren natürlich jetzt hier unseren LKW, der hier mit der Kohle fahren muss. Mit den Displays, da gucke ich gleich mal darüber. Ich glaube, bei Heartland, oh, lad's doch auf. Bei Heartland könnten auch Displays angeliefert werden. Oder? Ne, da sind schon überall Displays dran. Ne? Machen wir einmal quer oder wie sie hier. Aber unser LKW ist auch schon hier angekommen, den wir hier zurückgeschickt haben. Ja, hier kann ich keine Displays anliefern, oder? Der Wassertrigger? Nee. Wo hatte ich noch welche gesehen? Nee, die haben wir dran. Wir müssten mal gucken, wie weit mittlerweile hier der Bau fortgeschritten ist. Hm, 86%. Und das heißt, die, wie viel wird pro 4000 pro Stunde wird gebaut? Also 3 Stunden ist das ja fertig. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt Mühle eigentlich auch nicht. Was machen wir jetzt damit? Lassen wir sie hier stehen. Wir lassen ihn mal hier stehen. Das überlege ich mir noch, dass ich mir ein Displays mache. Jetzt hier, um nur diese kleine Anzeige dort zu kriegen, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, die da reinzubauen. So,
Tja, womit machen wir weiter? Eine andere Sache, die wir natürlich auch zwingend noch brauchen, ist natürlich Tiere, ne? Dort ist einfach noch nicht besser geworden. Ach so, ihn hier, weil ich jetzt ihn gerade gesehen habe, den könnte man natürlich auch mal hier noch eine Aufgabe zuteilen, dass er schon mal Richtung Feld 90 ist, glaube ich, unser John Deere unterwegs, oder 91. Dass wir ja auch mal nach 1,90 schicken, denn wir müssen langsam anfangen mit Ansehen. Denn da müssen wir richtig Gas geben, ein bisschen. Dass wir da was vollbringen. So, hier stellen wir das auch entsprechend gleich ein, dass das richtig komplett eingestellt ist für die Sämaschinen. So, und zwar soll er natürlich zu Feld 90, sollte er jetzt, der andere ist gleich bei 91. So, Drescher 90. Und, ja, ich weiß nicht, der mit den Zwillingsbereiften, klappt das? Ach, den lassen wir mal auf Dünger und Saatgut beladen. Mit Saatgut, ne? Und dann kann er erstmal los, bis er zum Feld fährt. So, wir machen mal eins. Achso, ihn haben wir natürlich hier hochgeschickt. Hier wollte ich die Strecke aufzeichnen, komme ich jetzt auch nicht dazu. Denn ich brauche so einen hier, dass wir uns noch um unsere Tiere kümmern. Und dann uns auch nochmal Gedanken machen. Ja, natürlich noch Tiere anschaffen. Ne? Weil ich wollte jetzt noch was anderes gucken. Eventuell nochmal eine Ladung Saatgut. Nicht, dass hier die Produktion schon verläuft. Und eine Ladung Dünger auslagern, dass er weiter produziert werden kann. Ne, 118.000, okay. Aber gut, können wir, machen wir das trotzdem. Da unten ist Düngerproduktion, ist dort unten voll. Und wie sieht es hier aus mit Saatgut? Naja, 118.000 ist nicht viel. Nee, aber hier eine Ladung Dünger können wir hier unten rausnehmen. Und hier muss weiter produziert werden. Dann ist hier nämlich voll. Ja, und zwar sollten wir uns überlegen, was wir uns noch für Tierställe anschaffen. Also überlegen müssen wir da nicht viel. Wir brauchen noch Schafstall. Und dann weiß ich eben nicht so recht hier mit... welchen ich bei den Entenstall brauche. Ob ich bei beiden so. Ob ich bei beiden Stellen hier bei den Entenstellen, ob ich bei beiden Daunenfedern kriege. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Wir beißen 2000 Enten rein. Ne? Eigentlich müssten wir hier so einen großen nehmen. Wie groß ist der? Passt der hier hin? Der passt eigentlich hier noch gut hier hin. Wir kippen erstmal hier schnell aus und dann gucken wir uns das nochmal an. Denn wir brauchen ja Enteneier und wir brauchen Daunen. Ja. Wo will ich denn hin mit dem Saatgut? Ich muss hier vorne auskippen. Mit dem Dünger.
Eier ist auch rot bei den Kompostern. Und da hat kann ich kaum noch Material drin. Ne? Meine Silage wird auch reichlich drin sein. Wir müssten ja vielleicht auch die Dieselproduktion wieder nachfüllen. Könnten wir schon eine Stunde lang hier auf den Hof zubringen. Ne? Achso, unser LKW ist zurück. So, denn wir brauchen ja nicht aussteigen. Wir brauchen auf alle Fälle Stroh an beiden Stellen. Ne? Mischration und es muss Minimum sauber gemacht werden. Brauchen wir noch woanders Stroh? Nö. Den Ziegen brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Da wärmen wir dann noch was an, ja, oder? Doch. Da müssten wir uns eigentlich fast noch den zweiten Wasserfahrer kaufen. Denn der eine, der soll dort unten für die Produktion nur tätig sein. Müsste vorne reinfahren. Wir müssen erst Silage rausräumen, ne? Na, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich kommen wir da drüber gefahren. Boah, das ist... Ich dachte schon, ich bleib hängen. Das hätte mir nicht noch gefehlt hier. Wir müssen sofort die Silage aufräumen. Na, ganz voll ist es nicht, aber es ist immer zu 100% auf. Da müssen wir halt drei Ladungen Stroh holen. Derzeit hätte ich hier schon mit dem Radlader ein bisschen fahren können, aber... Na, den treffe ich nicht. Kann ich ja nur erahnen, wo es steht. So hier ungefähr, ne? Oder? Heutrocknung. Kuhweide. Bevor wir die nächste Ladung Stroh fahren, werden wir am besten noch ja, das passt endlich mal rein. Müssen wir unseren LKW mit Kaschmir beladen, dann gucken wo er hin muss. Denn wir müssen dann auch einen zu Gargill schicken, wir brauchen ja Entenfutter, ne? Das haben wir ja produziert. So, die nehmen wir gleich mit vor ins Silo, probieren wir gar nicht erst rum. Denn das hier hinten war da schon viel länger voll mit Silage. Wie gesagt, den Entenstall, den bauen wir hier hin. Das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Das passt ja gut rein. Also bloß mal nach dem Trigger gucken und dann natürlich Enten holen. Ne?
Unser Kalkstreuer ist fertig, würde ich sagen. So, wie gesagt, nochmal eine Ladung Wolle wird hier verkauft, beziehungsweise Kaschmir. Den Rest lassen wir erstmal stehen. Wir müssen bloß nochmal gucken, wo wir das meiste Geld kriegen. Kaschmir war da relativ weit hinten, ne? Da war's. Es ist also immer noch fallender Preis. Traktor-Supply hätten wir vielleicht schon viel eher machen sollen, aber naja, gut, keiner dran gedacht. So, dorthin fahren wir. So, den Rest gibt man gleich drüben rein und dann stellen wir den nochmal zum Aufladen und dann wird erstmal hier der Kalkstreuer noch schnell verarztet. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er noch hin müsste dann zum Kalken. Aktuell müssten wir doch alles... Müsste schneller umschalten, dann sind wir hier schon angekommen. Er hat doch hier die 79 fertig. Weiß ich nicht, ob wir dann noch auf der 77 womöglich auch kalken müssen. So sieht's aus, ne? Boah, das wird ja noch eine Aufgabe. Das wird ja noch eine schöne Aufgabe. Warum können wir den wieder nicht anklicken hier? Entlassen. Dann können wir ihn eigentlich zur 76 Drescher schicken. Dass er schon mal dort sich Kalk holt und in Position fährt. Klar, wir haben hier keine Strecke eingefahren, deshalb müssen wir noch ein Stückchen vorfahren. So, er findet jedenfalls den Weg. Ne, macht er nicht. Er hat einen Weg gefunden. Anhalten. Ein Weg auf den Highway hat er angepeilt hier. Ach Mann. So, jetzt sollte es aber hier besser sein.
Also 2,4 Millionen haben wir zur Verfügung. Aktuell. Und irgendwo steht doch, glaube ich, auch ein LKW mit Kaffee rum, oder? Habe ich den schon ausgeladen? Nee. Und unser anderer LKW ist noch unterwegs, zu Dell natürlich auch noch. So, den lassen wir erstmal hier stehen. Ich glaube, das braucht doch hier auch noch Stroh, oder? So, denn wir wollten eigentlich Tierstelle bauen, sonst machen wir das heute wieder gar nicht. Also wir wären hier eigentlich... Vom Preis her ist das ja nun überhaupt keine Ausgabe, ne? Aber ich denke mal, wir nehmen hier den großen Stall. Ne? Beschreibungstechnisch ist es gleich, einfach nur, dass hier mehr Enten reinpassen. Bloß wenn der groß ist, wie groß, also das ist hier so klein, okay. Okay, dann machen wir das hier schon in der Größe. Ich weiß jetzt nicht, wie es oben am besten ist. Warum soll ich meinen Motor starten? Werden wir einfach hier so mittig drauf platzieren, oder? Das passt erstmal. So, dann müssen wir natürlich gucken, wie das jetzt hier ist mit dem Entenstall. Keine Ahnung. Das sieht erstmal so aus, als würde man hier irgendwelche Materialien brauchen. So, die sehen wir auf alle Fälle hier. Ach so, wir sehen noch nichts, weil noch keine Tiere drin sind, ne? Dann müssen wir mal ja flink welche holen. Machen wir das noch? Ja, Folge doch, das machen wir noch. Eine Ladung Enten holen wir ja noch. Mal gucken, was an Enten hier reingeht. Also ich sag mal, wir können ruhig so in 2000 reingehen. Mal ruhig 500 einlagern oder kaufen. Weiß nicht, was in den Trailer passen, werden wir gleich merken. Ich habe zwar immer noch nicht diesen Mod drauf, dass ich praktisch im Tiermenü dann nur das Mausrad, glaube ich, drehe, um dass die Zahl hochdreht. Ich muss es noch einzeln klickern. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Natürlich jetzt die Frage, wenn wir mehrere Sorten Enten, was noch welche nehmen. Besten keine Fluchenten, weil die sind vielleicht dann fort, ne? So, Schweine. Wir können schwarze, braune, weiße, dann nehmen wir natürlich weiße Enten, ne? Mal sehen, wie wir mal einladen können. So 2000 sind schon mal 100, ne? Ich glaube, ich sollte mir den Mod besorgen. Sechstausend wären 300, das reicht, oder? Ganz 300 kriegen wir nicht rein.
Natürlich jetzt die Frage, wo der Tiertrigger ist. Vermute mal, das ist der hier neben Wasser, oder? Dass wir dann da vorne sonst die Daunen und die Eier rauskriegen. Nee. Mal F1 anmachen hier. Hier Menü öffnen. Machen heute welchen Überladen hier noch Überstunden, ne? Warum das jetzt? Jetzt ist wieder alles im Trailer gelandet. Jetzt müssten wir sie doch hier im Menü sehen, oder? Hier sind sie doch, genau. Also wir brauchen Wasser, wir brauchen Mais, Sonnenblumen und wir brauchen Raspberry. Gut, gucken wir dann. Folge schon eh viel zu lang. Also ich lade die dann mal noch aus. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Ja, und dann machen wir ja sicherlich morgen mit der Tierversorgung mal noch weiter. Bis dahin und tschüss.